Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, die Finanzminister und Notenbankchefs der Europäischen Gemeinschaft sind auf dem Weg zu einer Wirtschafts- und Währungsunion der 12 Mitgliedsländer offenbar ein gutes Stück vorangekommen. Die Runde im irischen Ashford Castle ist sich weitgehend einig, dass es eine europäische Zentralbank geben soll. Sie soll unabhängig sein und die Währungspolitik der EG steuern. Noch nicht entschieden wurde, wie die einheitliche Währung aussehen und wann sie kommen soll. Großbritannien hat zwar nach wie vor Bedenken gegen eine europäische Zentralbank, will aber an den Plänen weiter mitarbeiten. Die Empfehlung der Bundesbank für eine Währungsunion zum Umtauschkurs von einer D-Mark für zwei DDR-Mark hat eine heftige Diskussion ausgelöst, bei der die Kritik überwog. Für den stellvertretenden Vorsitzenden der DDR-SPD Meckel wäre ein solcher Kurs Wahlbetrug. Ähnlich äußerten sich die Grünen und auch der Bischof von Berlin-Brandenburg-Forck sagte in einem Interview, Bundeskanzler Kohl habe in den vergangenen Wochen etwas anderes angekündigt. Kohl erklärte auf einer CDU-Veranstaltung in Neuss, er habe im DDR-Wahlkampf keinerlei Zusagen für ein bestimmtes Umtauschverhältnis gemacht. Er habe lediglich zugesagt, den DDR-Bürgern ein Startkapital mit auf den Weg zu geben. Das habe ich versprochen, dass wir einen Blick auf die Sparguthaben der normalen Bürger der DDR, wie ich es formuliert habe, zu einer Regelung kommen, die für die Bürger hilfreich sein wird, und wir werden diese Regelung haben. In der DDR sind nach Schätzungen des neu gegründeten Arbeitslosenverbandes derzeit rund 65.000 Menschen ohne Stellung. Auf der ersten Konferenz des Verbandes in Ost-Berlin hieß es, zunehmend seien vor allem alleinerziehende Frauen sowie Jugendliche von der Arbeitslosigkeit betroffen. Die Lage spitze sich zu und es sei zu befürchten, dass mit Einführung der Marktwirtschaft die Zahl der Erwerbslosen weit über 1 Million steigen werde. Die Grünen haben ihre Forderung nach der deutschen Zweistaatlichkeit aufgegeben. Auf ihrem Programmparteitag in Hagen erhielt ein Antrag des realpolitischen Flügels eine deutliche Mehrheit, wonach die Wahlentscheidung der DDR-Bürger als ein Votum für eine schnelle Einheit akzeptiert werden müsse. Bei der Abstimmung über die Präambel des Wahlprogramms und damit den künftigen Kurs der Partei unterlagen die Realos jedoch. In dem verabschiedeten Kompromisspapier wird eine grundlegende gesellschaftliche Umgestaltung gefordert. Im Konflikt zwischen Litauen und Moskau hat sich der sowjetische Präsident Gorbatschow noch einmal direkt an die Bevölkerung der Baltischen Republik gewandt. Nach seinen Worten hat die Unabhängigkeitserklärung Litauens vom 11. März eine dramatische Situation heraufbeschworen. Der Beschluss müsse zurückgenommen werden, dann könne man über die entstandenen Probleme sprechen. In der Londoner Innenstadt ist es bei Protesten gegen die sogenannte Kopfsteuer zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Berittene Beamte versuchten, die etwa 35.000 Menschen aus der Nähe des Amtssitzes von Regierungschefin Thatcher zu vertreiben. Einige hundert Demonstranten warfen mit Steinen und zündeten ein Bürogebäude an. Mindestens 88 Personen mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die umstrittene Poll Tax gilt von heute an und ersetzt die Grundsteuer. Etwa 20.000 Menschen haben in München, Hamburg und Berlin gegen das geplante neue Ausländergesetz demonstriert. Sie warfen der Bundesregierung vor, sie schaffe ein Zweiklassenrecht und verstärke die Rechtsunsicherheit für Ausländer in der Bundesrepublik. Kritisiert wurde vor allem, dass die Liste der Ausweisungsgründe erweitert werden soll. Im Viertelfinale des Davis Cup zwischen Argentinien und Deutschland in Buenos Aires steht es 1:2. Karl-Uwe Steeb gewann das zweite Einzel, er schlug Martin Chaite in 4 Sätzen. Anschließend gewannen Erik Jehlen und Michael Stich das Doppel gegen Javier Frana und Gustavo Lusa in 3 Sätzen. Die Lottozahlen 3, 6, 7, 9, 10, 32. Zusatzzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 1, 6, 3, 8, 4, 8, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 1. April. Von gelegentlichem Nebel oder Hochnebel abgesehen, in ganz Deutschland sonnig und trocken. Tiefstemperaturen 1 bis 6 Grad. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.
überwiegend schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Montag zunehmende Bewölkung und nachfolgend Regen, zurückgehende Tageshöchstwerte. Das waren die letzten Meldungen, meine Damen und Herren. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten heute Mittag um 12.45 Uhr. Der April von Erich Kästner. Der Regen klimpert mit einem Finger die grüne Ostermelodie. Das Jahr wird älter und täglich jünger. O Widerspruch voll Harmonie. Der Mond in seiner goldenen Jacke versteckt sich hinter dem Wolkenstor. Der Ärmste hat links eine dicke Backe und kommt sich ein bisschen lächerlich. Auch diesmal ist es dem März geglückt. Er hat ihn in den April geschickt. Und schon hoppeln die Hasen mit Pinseln und Tuben und schnupperten Nasen aus Höhlen und Gruben durch Gärten und Straßen über den Rasen in Ställe und Stuben. Dort legten sie Eier, als ob's gar nichts wäre, aus Nougat, Krokant und Marzipan. Der Tapferste legte eine Bonbonniere. Er blickt dabei entschlossen ins Leere. Bonbonieren sind leichter gesagt als getan. Dann geht es ans Mahl. Das dauert Stunden. Dann werden noch seidene Schleifen gebunden und Verstecke gesucht und Verstecke gefunden. Hinterm Ofen, unterm Sofa, in der Wanduhr, auf dem Gang, hinterm Schuppen, unterm Birnbaum, in der Standuhr, auf dem Schrank. Da kräht der Hahn den Morgen an. Schwupp sind die Hasen verschwunden. Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer, am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann. Über die Hänge läuft grünes Feuer die Büsche entlang und die Pappeln hinan. Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer. Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer, weil er sich nicht mehr wundern kann. Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase? Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor. Er merkt gar nicht, dass ihn ein Osterhase auf dem Heimweg verlor. Gute Nacht.